So, moin, moin. Es hat lange gedauert, das für mich letzte Chipset freizuschalten. Da ich alle anderen aber auch in dem Video vorgestellt habe, will ich das auch mal kurz zeigen, denn ich habe beim Hunter's Call Stufe 50 erreicht und konnte da das letzte Teil kaufen. Die hübsche Killer Whale ist damit fertig. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Das ist die Galionsfigur, die man dann mit Stufe 50 bekommt. Echt lustig. Finde ich echt nice. Finde jetzt das Grün gar nicht so schön. Die Segel, das geht fast schon in so Grau. Aber da ist er. Das ist die Killer Whale. Leuchtet nix. Schönes Schiff. Und eigentlich auch der Endgegner in dem Spiel. Egal ob der Reaper oder Athena. Diesen Hunter's Call zu leveln ist echt übel. Ich habe das Fischen irgendwann eigentlich schnell aufgegeben und habe wirklich einfach mit Gems gearbeitet. Ne? Sammelt eure Gems, bringt die Gems dahin, sonst werdet ihr doch nie 50. Das ist wirklich, es zieht sich wie Kaugummi, ist wirklich hart. Ja, aber schönes Schiff, mega nice. Die Galionsfigur finde ich richtig stylisch. Mal gucken, wo die noch überall zu passt. Ich habe ja noch mehr Schiffe, die so ins Blaue gehen. Finde ich richtig schön. Und die Kanonen gehen eigentlich auch, die sind so ein bisschen schuppenartig. Können wir uns mal angucken hier. Hier sieht man noch so einen Fischkopf, der oben aus dem Spill, aus dem Anker rauskommt. Nice. Ist gar nicht so hässlich. Also eigentlich ist echt ein schönes Schiff. So. Und dann war es das auch schon wieder. Ich glaube, es gibt jetzt in dem Spiel nichts mehr, was ich euch zeigen kann. Aktuell haben wir alles am Start, alles in dem Video. Man kann sich alle Schiffe angucken. Ne? Mir gefällt die Galionsfigur echt super. Da werde ich gleich mal ein bisschen mit rum experimentieren. Ja, die Killer Whale. Legende. Absoluter Knaller, das letzte Schiff. Ich habe alles freigeschaltet. Es gibt keine Skins mehr, die ich nicht habe. Das war's. So, Leute, in diesem Sinne, wir warten auf Content. Macht's gut.